Es ist vielleicht gescheiter, das zuppiger Bauernteil auf dem Salenweidli und nicht mehr vom Schweiz aktuell. Scheiße, ehrlich! Der Reporter ist sich halt eher gewohnt, zu telefonieren. Darum kommt ihm jetzt das halbe Team zu Hilfe, für die Zeuge zu tun. Weil das Salenweidli so abgelegen ist, muss auch der Techniker auf dem Satellitenfahrzeug gerade ein bisschen kämpfen. Er hat keine Telefonverbindung mit Zürich, mit dem Fernsehstudio. Handtelefon ist bitter. Es ist der Tag der letzten Vorbereitung auf dem Salenweidli. Die Möbel vom Ballenberg sind da, Probe gelegen notabene. Und das Bauernhaus ist fertig aufgeräumt. Spannend, was im Salenweidli über die Jahrhunderte ist bleiben liegen. Alle Verbindungen auf Zürich stehen. Jetzt gilt's ernst. 3 Wochen lang kommt Schweiz aktuell jetzt live aus dem Emmital. Zuppigers Alltag. Jetzt ist der Reporter in seinem Element. Zusammen mit dem Kameramann und dem Tönler probiert er ganz nach zu sein an Zuppigers ihren Emotionen. Die härteste Nuss zum Knacken ist der Quirin. Ich bin extrem stolz, ich habe ein Interview gemacht und Quirin hat ganz viel mit mir geschwätzt. Das ist das Band, das Quirin das erste Mal ganz einen Haufen sagt. Und du hast es aufgenommen, Regi? Jawohl, das habe ich aufgenommen. Am Schnittplatz. Hier setzen der Reporter und der Videoeditor das Material zu einem Beitrag zusammen. Sie haben die Qual der Wahl. Wenn ich gute Interviewfragen habe, gute Quotes in der Hand, dann kommt er und sagt irgendwie, das ist ein schönes Bild, das ist ein schönes Bild, das müssen wir auch noch nehmen, dann wird es noch viel länger. Oder der Produzent kämpft mit seinem Problem. Er meldet mit Zürich um mehr Platz für einen Gotthelf-Block in der Sendung. Ich hätte da in etwa einen Ablauf, wie wir uns das wieder vorstellen. Aber eine Minute mehr. Oben auf dem Salenweidli laufen die Vorbereitungen für die Live-Sendung. Schon ist das Schweiz aktuelle Sommerprojekt fast wieder durch. Was hat die meisten geärgert bei diesen ganzen Kamerageschichten? Ab und zu Fragen. Was sind Fragen? Die hintergründigen Fragen. Wo nicht dahinter kommst, was er wieder bezwecken mit dieser Frage. Gut, Mirta, welche Frage hast du die blödste gefragt, die wir gestellt haben? Mami, was? Von Erika. Jetzt geht es so spontan, wüsste ich auch nicht, welche. Ich habe auch nicht gesagt, ihr habt eine blöde Frage gestellt. Ich habe schon blöde Frage gestellt. Siehst, jetzt kriegen wir wieder Streit wegen euch. Die blödste Frage, super. Wenn ich jetzt da stehe. Und ich habe letztes Mal in meinem Interview gesagt, oh, Mumu, wir haben sehr gut mit der Familie. Wir können sich ja vorstellen, dass wir später mal ein Bier trinken zusammen, wenn wir sich sehen. Noch ein paar Minuten bis zum letzten Live aus dem Emmental. Anspannung. Es darf keine Fehler geben. Es muss einfach klappen. Es gibt so einen Kick und das finde ich noch toll, noch gut. Fertig. Zuppigers sind anders angelegt. Nach 3 Wochen ist ausgefragt, ausgefilmt für uns vor Fernsehcrew.